Moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Rezension. Ich möchte euch heute endlich Erebos 2 von Ursula Poznanski vorstellen. Das Buch ist im Löwe Verlag erschienen, kostet 19,95 € in dieser coolen, gebundenen Ausführung und hat circa 500 Seiten. Ich habe das Buch mit meinen lieben Mädels aus der All-You-Can-Read-Leserunde zusammen gelesen. Und dank der lieben Ruth, die eben auch eine der Mädels ist, haben wir dieses Buch jeder als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Sie hat nämlich eine liebe Mail an den Löwe Verlag geschickt, dass wir halt eine Leserunde haben. Und ja, die haben uns das zugesandt mit einer tollen Karte. Viele Grüße von deinen Löwen. Und hier drauf steht dann auch nochmal viel Spaß beim Schmökern. Und ja, das finde ich immer sehr, sehr niedlich, wenn da so ein bisschen was Persönliches noch beiliegt. Ja, wir haben uns alle sehr auf Erebos 2 gefreut, denn vor 10 Jahren ist der erste Teil erschienen und den habe ich damals sehr, sehr gerne gelesen und habe ihn immer wieder empfohlen, habe ihn immer wieder verschenkt und habe ihn auch sehr, sehr gerne, kurz bevor ich hier dieses Buch gelesen habe, nochmal als Hörbuch gehört, um nochmal so ein bisschen reinzufinden, weil es halt eben auch für mich fast 10 Jahre her ist, dass ich dieses Buch gelesen habe. Und ich wollte halt keine Anspielungen verpassen und mich nicht ärgern, dass ich irgendwie mich an irgendwas nicht erinnern kann. Ja, das Hörbuch war ganz, ganz grandios eingesprochen, leider gekürzt. Es gab es auch nicht als vollständige Version, was ich unglaublich schade finde. Trotzdem hat es geholfen, um wieder reinzukommen. Erebos ist nämlich ein Computerspiel, was damals ja viral gegangen ist, durch eine Schule und von Schüler zu Schüler gegangen ist. Ultra mysteriös und geheimnisvoll. Erebos hat einen Aufgaben gestellt, hat einen nicht nur im Spiel Aufgaben gestellt, sondern auch irgendwann in der Realität. Und diese Aufgaben wurden gefährlicher und gefährlicher. Und keiner wusste, was will Erebos, was ist das Ziel von Erebos. Und gleichzeitig hat dieses Spiel unglaublich Spaß gemacht den Schülern und Spielern. Und auch als Leser hat man diesen Sog gemerkt, der von diesem Spiel ausgegangen ist. Und man hätte sich gewünscht, am liebsten dieses Spiel auch zu spielen. Das ist so eine Art Fantasy-Rollenspiel, geht so ein bisschen in die Richtung von WoW. Ja, und jetzt ist Erebos wieder da. Und Erebos hat sich weiterentwickelt. Und Erebos nutzte die neue Technik, denn jetzt ist Erebos nicht nur am PC zu finden, sondern auch auf dem Handy mit einer App. Und wir treffen auch unseren damaligen Protagonisten wieder, nämlich Nick, der jetzt natürlich auch 10 Jahre älter geworden ist, mittlerweile Student ist. Er studiert Fotografie und, glaube ich jedenfalls, war das Fotografie. Und ja, verdient sich halt auch sein Geld mit kleinen Fotografenjobs. Und irgendwann entdeckt er auf seinem Handy so ein kleines App-Icon, was ihm sehr bekannt vorkommt. Und er muss feststellen, dass Erebos wieder zurück ist und ihn versucht, zurück in seinen Bann zu ziehen. Und obwohl Nick natürlich weiß, dass Erebos etwas Böses im Schilde führte damals und heute wahrscheinlich auch, und er es nicht möchte, setzt Erebos ihn mit so, ja, perfiden, auf so perfide Weise unter Druck, dass Nick wieder in dieses Spiel gerät. Wir haben aber nicht nur Nick als Protagonisten, sondern auch Derek. Derek, geht noch zur Schule und hat von Erebos, von dieser damaligen, ganzen Aktion gar nichts mitgekriegt. Und er geht da ganz unvoreingenommen ran und ist natürlich sofort von diesem coolen Spiel irgendwie fasziniert und ist zwar auch so ein bisschen ängstlich nachher, als er einige Dinge umsetzen muss und merkt dann natürlich auch, wie viel Macht Erebos ausnutzt. Gerade mit diesen neuen technischen Mitteln. Er wird überwacht, er wird abgehorcht und jeder Schritt, den er macht, wird beobachtet und analysiert und ja, damit, was er tut, halt auch unter Druck gesetzt. Man darf über Erebos in der Realität nicht sprechen und im Spiel darf man nicht über die Realität sprechen, was natürlich auch ja, so ein gewisses
Maß an Schwierigkeiten gibt, sich untereinander auszutauschen. Ja, und was möchte Erebos jetzt? Das ist halt nur die große Frage. Wir treffen auf einige altbekannte, aber auch viele neue Charaktere. Einiges ist altbekannt vom Spiel her und auch hier gibt es natürlich viele neue Sachen. Ich bin, das habe ich schon mal erwähnt, eigentlich nicht so der Fan davon, wenn von einem eigentlichen abgeschlossenen Buch irgendwann später nochmal eine Fortsetzung auftaucht und meistens gefällt mir diese Fortsetzung auch nicht so gut. Hier war ich aber sehr, sehr neugierig, denn ich finde, es hat durchaus Potenzial, weil eben die Technik so sehr vorangeschritten ist in den letzten 10 Jahren. Gerade durch Smartphone, durch diese ganze, man ist dauernd im WLAN, man ist dauernd im Netz, man ist dauernd abhörbar und ja, dauernd verfolgbar. Und ja, das hat dieses Spiel total ausgenutzt. Manches war ich selber so ein bisschen stutzig, ob das tatsächlich möglich wäre in der heutigen Zeit, aber da kenne ich mich auch einfach zu wenig aus. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, diese ganzen Anspielungen auf das alte Erebos wieder zu erfahren. Man war sofort wieder gefangen. Man wird auch wirklich von Anfang an sofort reingeschmissen. Es gibt nicht viel Vorgeplänkel, was ich fast erst ein bisschen schade fand, aber dann war man sofort wieder gefangen. Es ist sehr, sehr rasant geschrieben und ja, ich finde halt sehr, sehr schön, wie es Ursula Poznanski hier geschafft hat, einmal die alten Fans anzusprechen, die mittlerweile ja auch angewachsen sind und schon älter sind und damit Nick als Protagonisten haben, in den man sich hineinversetzen kann, aber auch die neuen Fans, die vielleicht dazukommen, die von Erebos noch nichts gehört haben oder Erebos 1 denn erstmal lesen, haben sie halt Derek, in den man sich dann eher hineinversetzen kann als Schüler. Also sehr raffiniert gelöst, sehr, sehr klug gelöst, finde ich, und auch sehr, sehr spannend gelöst, weil wir hier halt eben auch in der Story einen haben, der von der Bedrohung und der Bösartigkeit von Erebos weiß und jemanden, der total unschuldig an die Sache rangeht. Und ja, zu sehen, wie diese beiden Charakteren unterschiedlich handeln und sich irgendwann auch in der Geschichte begegnen, hat sehr viel Spaß gemacht. Was mir jetzt tatsächlich ein bisschen gefehlt hat im Vergleich zum ersten Band, war der Sog des Spiels, der hier nicht so sehr zum Vorschein gekommen ist wie im ersten Band. Ich fand auch, dass es im ersten Band eine sehr, sehr runde Sache war, die Verknüpfung von Spiel und Realität, dass das Spiel tatsächlich auf etwas hinausgelaufen ist, ein Finale hatte, was auch in der Realität sein Spiegelbild hatte und dass die ja, die Spieler leveln konnten, questen konnten und so richtig in diesem Spiel drin waren und wir als Leser eben auch. Jetzt im zweiten Band hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es hier so ein bisschen an Relevanz und an einem Ziel fehlte in dem Spiel selbst. Das Spiel hatte natürlich ein Ziel in der Realität und darauf lag auch der Fokus. Und das Spiel war eigentlich nur Mittel zum Zweck, die ganzen Spieler anzulocken und sie mit dem Spiel unter Druck zu setzen. Aber es fehlte eben an Quests oder an Level oder an Spaß im Spiel. Es gab zwar auch sehr, sehr schöne Landschaftsbeschreibungen und interessante ja, Umgebungen, die beschrieben worden sind, aber mir fehlte so ein bisschen die Relevanz und dieser Sog in das Spiel hinein und die Level und die Quests. Ja, ein bisschen schade, aber das Buch hatte Gott sei Dank ja auch noch vieles Tolles anderes zu bieten. Wie immer ist Ursula Poznanski ja eine Königin darin, Page-Turner zu schreiben, das unglaublich spannend zu machen. Und auch der Höhepunkt war nicht so wie bei Erebos 1 sehr, sehr schnell abgehandelt, sondern eben hat sich ein bisschen gezogen. Also nicht im negativen Sinne, sondern im positiven, weil im ersten Band fand ich das Ende ein bisschen abrupt, ein bisschen schnell abgehandelt. Und im zweiten fand ich es ein bisschen besser gelöst, obwohl ich, also wir haben hier in diesem. Im Zuge der Leserunde mit den Mädels haben wir unglaublich viel gerätselt, weil es gab hier so viele Hinweise und so viele Rätsel, die aufgetaucht sind. Und im ersten Band wussten wir ja schon ungefähr, in welche Richtung das ging. Und da haben wir natürlich hier auch nach Hinweisen und nach Rätseln und nach Namensgebungen, die uns Hinweise geben, gesucht und einige Theorien aufgestellt, die ja, für uns hätten sein können. Und später kam dann halt eine Lösung raus, die in eine ganz andere Richtung ging. Und die Hinweise, die uns vorher gegeben worden sind, die uns vielleicht so ein bisschen in die Irre führen sollten, wurden aber gar nicht mehr
angerührt und gar nicht mehr aufgelöst. Also es gab einige Rätsel, die hier nicht mehr angefasst worden sind. Und das finde ich sehr schade. Also es ist natürlich gerade bei Thriller, es ist ja nun mal ein Thriller und da ist das Ende natürlich immer sehr, sehr wichtig. Und sobald ein das Ende so sehr neugierig macht und man so sehr miträtselt, werden die Erwartungen natürlich immer größer. Und dann ist es natürlich immer sehr, sehr gefährlich. Ich fand die Auflösung schlüssig, so ist es nicht, und es hat mich auch interessiert, aber ich fand eben gerade diese ganzen Hinweise, die uns vorher gegeben worden sind, fand ich schade, dass die nicht aufgelöst worden sind und die nicht nochmal aufgenommen worden sind oder in die Geschichte mit eingestrickt worden. Es gab so einige Sachen, die aufgenommen wurden, die überhaupt keine Relevanz hatten und eigentlich auch gar nicht in der Geschichte hätten sein müssen. Und das ist so der eine Stern, den ich vom Buch abziehen muss, leider, weil da ein paar Sachen sind, die schon sehr, sehr verstrickt waren miteinander und man hat gemerkt, okay, das hängt auf jeden Fall zusammen, irgendwas hat das mit der Geschichte zu tun, aber es wurde nicht aufgelöst. Und das ja, kann ich nicht so richtig verzeihen, weil vielleicht auch, weil wir da so sehr eingestiegen sind und so sehr mitgefiebert haben und weil es da wirklich so ein Mysterium geht. Ich muss da leider jetzt auch so ein bisschen schwammig bleiben, um nicht zu spoilern. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Es geht halt so ein bisschen um die Familie von Derek und Emily und diese Verwebungen und so weiter, was leider schwammig geblieben ist. Und deswegen kann ich dem Buch nur in Anführungszeichen 4 Sterne geben. Ich hätte ihm am liebsten 5 Sterne gegeben, also mittendrin war es für mich auch ein 5-Sterne-Buch. Das Ende ist mir im Thriller aber einfach zu wichtig, als dass ich da jetzt zu wenig, ja, so wenig werten kann. Ein würdiger zweiter Band kann ich auf jeden Fall empfehlen zu lesen. Es ist kein Abklatsch vom ersten, hat aber genug Parallelen, dass man sagt, die beiden hängen zusammen. Und es wird wahrscheinlich die Frage auftauchen, kann man diesen zweiten Band unabhängig vom ersten lesen? Kann man. Eine von uns Mädels hat es tatsächlich getan, aber wir würden sind schlussendlich zum Schluss gekommen, dass wir alle empfehlen würden, den ersten Band vorher zu lesen, weil es einfach so viele Anspielungen gibt, die einen auch so unglaublich viel Spaß machen, wenn sie wieder zu entdecken, wenn man den ersten Band gelesen hat, und doch so einige ja, Stränge fehlen, die einen dann vielleicht ein bisschen verwirren könnten. Ja, das war's von meiner Rezension. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Erebus 2 auch schon gelesen habt und wenn ihr da etwas zu sagen wollt, ob ihr meiner Meinung seid oder auch nicht. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.